Hallo und herzlich willkommen, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um Yoga auf den Stuhl bei Parkinson. Menschen, die an Parkinson erkrankt sind, leiden unter einem Mangel des Botenstoffes Dopamin, der unter anderem für die Muskelfunktion zuständig ist. Das heißt, zwei Symptome, die dabei entstehen können, ist, dass die Bewegungen immer kleiner werden, immer enger und die Muskulatur verkürzt. Und dass die Bewegungen immer langsamer werden. Und genau dafür wollen wir heute ein paar Übungen gemeinsam machen. Heute sieht es so aus, dass wir jede Übung 10-mal wiederholen und sie wird auch schneller wiederholt, als du es sonst gewohnt bist. Wir ziehen das Ganze auch einmal durch und spüren erst im Anschluss nach allen Übungen in unseren Körper hinein. Ich sage die Atmung an. Wenn du nicht mit der Atmung mitkommst, bitte halte niemals die Luft an, sondern atme in deinem eigenen Tempo weiter. Die Bewegung ist viel wichtiger, als dass du richtig atmest. Das ist ganz wichtig. Bloß niemals die Luft anhalten, schön tief weiteratmen. Wir fangen auch sofort an. Wir stellen heute, weil wir groß sein wollen, wir wollen große und schnelle Bewegungen machen, unsere Füße etwas weiter auseinander, sitzen ansonsten wieder schön auf unseren Sitzbeinhöckern und wachsen in die Höhe. Die erste Übung heißt der Schmetterling. Ich zeige euch immer, wie es geht. Ihr nehmt eure Arme zur Seite, atmet ein, hebt sie ungefähr bis Schulterbreite und ausatmend senkt ihr eure Arme wieder. Einatmen bis zur Schulterweite. Und ausatmen, wieder senken. Das Ganze machen wir jetzt schnell 10-mal. Bist du bereit? Dann freue ich mich. Los geht's. Acht, neun und zehn. Super. Einmal auslockern. Die nächste Übung, es geht gleich weiter. Wir nehmen unsere Arme nach vorne und einatmen, machen wir große Bewegungen nach hinten. Ausatmen, bringen wir unsere Arme wieder nach vorne, so als würden wir einen großen Ball umarmen. Und einatmen nach hinten. Zusammen 10-mal. Wir fangen einatmend an. Neun und zehn. Super. Einmal wieder locker. Jetzt nimmst du die Füße etwas dichter zusammen und es geht gleich weiter. Einatmen, heben wir die Arme an. Ausatmen, beugen wir uns mit festem Bauch nach vorne und ziehen die Arme nach hinten. Einatmen, heben wir die Arme an. Sorg dafür, dass die ganze Zeit deine Bauchmuskulatur angespannt ist. Ausatmen, die Arme nach hinten. Gemeinsam, wir fangen einatmend an. 10-mal. Neun und zehn. Super, einmal auslockern. Sehr schön. Jetzt stampfen wir mit unseren Füßen einfach auf, weil es ganz wichtig ist bei Parkinson, dass der Hüftbeuger trainiert ist, weil oft diese Anlaufschwierigkeit besteht, dieses erstmal loskommen. Das hast du vielleicht schon mal gesehen oder bei dir selber erlebt. Deswegen, hier machen wir aber 30 Wiederholungen. Das wäre sonst ein bisschen wenig. Völlig egal, wie du jetzt atmest. Lass deinen Atem einfach fließen. Es geht los. Eins, zwei. Du kannst gerne die Arme dazu nehmen. Acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig, vierundzwanzig, fünfundzwanzig, sechsundzwanzig, siebenundzwanzig, achtundzwanzig, neunundzwanzig, dreißig. Super hast du das gemacht. Sehr schön. Und weiter geht's. Wir spreizen wieder unsere Beine. Und jetzt machen wir eine Übung, erstmal nur mit der linken Seite.
Wir atmen ein, heben unseren Arm links weit, eine große Bewegung. Du kannst auch gerne so ein bisschen zur Seite gehen. Und ausatmen, versuchst du deinen rechten Fuß zu berühren. Wenn das nicht geht, dann berührst du einfach dein Schienbein, dein Knie, da wo du ankommst. Ja, wir fangen an, jede Seite 10 Mal. Wir machen erst links und dann machen wir direkt rechts weiter. Wir fangen mit der Einatmung an. Neun und zehn. Andere Seite. Acht, neun und zehn. Super. Vielleicht spürst du schon, wie so ein bisschen richtig in Schwung gekommen bist, ein bisschen lockerer bist. Und jetzt kommt auch schon die letzte Übung. Stell dir vor, du sitzt im Auto und willst dich anschnallen. Und das machen wir so richtig kraftvoll. Wir fangen mit der linken Hand an. Wir atmen ein, greifen unseren Gurt und ausatmen, stecken wir ihn hier rein. Einatmen, greifen unseren Gurt und ausatmen, stecken wir ihn hier rein. Richtig kraftvoll. Das machen wir gemeinsam. Wir fangen hier oben einatmend an. Neun und zehn. Und gleich die andere Seite. Neun und zehn. Super. Du hast es geschafft. Nimm deine Beine dichter zusammen. Roll einmal deine Schultern zurück. Leg deine Hände locker auf deine Oberschenkel, Füße sind hüftbreit. Zieh dich in die Länge und spür einmal nach. Spür mal, wie dein Herzschlag sich langsam beruhigt. Spür einmal, wie deine Atmung durch deine Nase hinein und entweder durch die Nase wieder hinaus oder durch den Mund hinaus fließt. Spür einmal, wie sich deine Muskulatur im Gesicht entspannt. Spür die Wärme in deinen Schultern und deinen Armen. Spür einmal, wie dein ganzer Körper sich leicht anfühlt. Und jetzt wiederholst du einmal gedanklich meine Worte. Ich bin stark, gesund und glücklich. 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 Und dann atmest du noch einmal tief ein und durch den Mund aus. Nimmst die Hände einmal vor dein Herz und dann danke ich dir sehr fürs Mitmachen. Gerade beim Parkinson ist eine regelmäßige Wiederholung unheimlich wichtig. Vielleicht helfen dir diese Übungen ja? Wenn ja, dann freue ich mich über einen Kommentar. Vielleicht schickst du mir einen Daumen hoch. Wenn du jemanden kennst, dem diese Übungen helfen könnten, teile das Video und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Tschüss!